Wir machen weiter, 26, 10 Tempo 30 Höchst, Regelhöchstgeschwindigkeit in einem Stadtgebiet erproben. Einreicher ist hier Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Dann haben wir zwei Ergänzungs- bzw. Ersetzungsanträge. Gehen wir davon aus, dass wir bei der Einbringung das bei den von den Grünen gleich in Kombination macht. SPD könnte danach es uns mal vorstellen und danach beginnen wir in der Fraktionsrunde, sofern Bedarf ist. Wer bringt uns jetzt ein? Frau Gaspari, bitteschön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dieser Antrag zu Tempo 30, den haben wir in allen Stadtbezirken und Ortschaftsräten vorgestellt. Dabei kam eine ganze Reihe von Anregungen und Ergänzungen, die haben wir aufgenommen und deshalb beantrage ich die Abstimmung über den Bündnisgrünen Ersetzungsantrag. Der Antrag besteht aus zwei Teilen. Der eine Teil, der umfasst die Punkte 3 bis 7. Da geht es um Tempo 30 innerorts. Vor der letzten Wahl, Bundestagswahl, haben CDU, CSU und SPD dazu einen Beschluss gefasst. Sie haben den Beschluss gefasst, dass es in allen Kommunen Tempo 30 geben soll, innerorts. Das heißt, man fährt in die Stadt rein, überall ist Tempo 30, außer auf den Hauptstraßen. Und das haben sie vorgeschlagen, soll erstmal als Modellversuch erprobt werden. Und wir schlagen vor, diesen Modellversuch in Dresden durchzuführen. Es haben sich auch Stadtbezirksbeiräte gemeldet, also zum Beispiel Plauen und die Altstadt. Und sie haben vorgeschlagen, dass man dort Gebiete nehmen könnte und dort so einen Modellversuch durchführen könnte. Sie sagen, wenn flächendeckend ein Tempo 30 eingeführt worden werden würde, sagen die Stadtbezirksbeiräte selbst in ihrer Begründung, dann gehen sie davon aus, dass es eine erhebliche Verbesserung der Sicherheit für die Fußgänger bedeuten würde, für Schulkinder, für Radfahrende. Sie sagen, weitere schwere Unfälle wären vermeidbar. Und sie sagen auch, die gegenseitige Rücksichtnahme ist bei einer Geschwindigkeit von 30 Stundenkilometer einfacher. Mit dem Antrag fordern wir den Oberbürgermeister auf, den Modellversuch vorzubereiten. Und ich beantrage hiermit die Änderung des Datums auf 2023. Und dann gibt es noch den ersten Teil des Antrages, die Punkte 1 und 2. Auch das ist ein beeindruckender Beschluss aus dem Bundestag von CDU, CSU und SPD vor der letzten Wahl. Sie haben gesagt, wir brauchen mehr Entscheidungsfreiheit in den Kommunen zu Tempo 30. Sie sagen, das kann man in den Reden nachhören oder nachlesen. Sie sagen, es geht darum, dass auch Familien sicher mit dem Fahrrad unterwegs sein können. Auch Kinder sollen mit dem Fahrrad sicher unterwegs sein können. Und deshalb wollen Sie den Kommunen ermöglichen, selbst zu entscheiden, wo Tempo 30 eingeführt wird, unabhängig von Unfallschwerpunkten. Weil Tempo 30 schützt das Leben und die Gesundheit, auch unserer Dresdnerinnen und Dresdner. Wir Bündnisgrüne sagen, es kann doch nicht sein, dass erst ein Unfall passiert und dann handeln wir. Nehmen wir eine Kita, wir bauen eine Plattform in 2 Meter Höhe in einem Kita-Raum und dann warten wir ab, was passiert. Und dann stellen wir fest, oh, es ist ein Kind runtergefallen und hat sich schwer verletzt. Und dann sagen wir, ja dann, warum hat niemand ein Geländer gebaut? Wir handeln in Deutschland immer vorsorgend. In allen Bereichen machen wir, wenn wir feststellen, es ist gefährlich, dann sorgen wir vor. Außer im Verkehr. Dort nicht. Das ist die große Ausnahme. Hier müssen erst die Unfälle passieren und danach handeln wir, egal wie offensichtlich es ist, dass es dort gefährlich ist. Mit diesen Punkten 1 und 2 beantragen wir Bündnisgrün nichts weiter als den Beitritt Dresdens zur Initiative Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeit. Im ersten Punkt ist genau wortgleich das, was der Bundestag damals beschlossen hat, übernommen worden. Und im zweiten Punkt geht es um den Beitritt zu dieser Initiative. Ich habe schon mehrmals diese Rede für den Stadtrat vorbereitet. Beim ersten Mal waren 352 Städte dabei bei dieser Initiative. Beim zweiten Mal 402 Städte
Dann waren es 504 Städte und beim letzten Mal waren schon 560 Städte, die dieser Initiative beigetreten sind. Sie wollen mehr Entscheidungsfreiheit in den Kommunen über eine angemessene Geschwindigkeit und damit den Schutz von Leben. Das ist das, was wir Bündnisgrünen wollen und was auch eine Petition aktuell unterstützt. Und das ist der Inhalt von Punkt 1 und 2 zum Schutz der Gesundheit der Menschen in Dresden. Weniger Radverkehrsunfälle erwarte ich Ihre Zustimmung zu den Punkten 1 und 2 mindestens. Vielen Dank und ich beantrage hiermit die Abstimmung punktweise in zwei Blöcken. Im ersten Block 1 und 2 und im zweiten Block die Punkte 3 bis 7. Vielen Dank. Wird der Ergänzungsantrag SPD jetzt eingebracht? Dann bitte schön, Herr Engel. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, unser Ersetzungsantrag ist eigentlich gar nicht so richtig ein Ersetzungsantrag, sondern er nimmt praktisch den grünen Ersetzungsantrag, den Frau Kaspari ja hier gerade schon auch vorgestellt hat, und erweitert ihn um eine einzige Passage, wo es nochmal um das Thema ÖPNV geht, wo wir einfach nochmal deutlich machen wollen, dass wir als Stadtrat hier auch eine klare Zielstellung verfolgen, wenn es um die Beteiligung der DVB geht, nämlich, dass wir auch verhindern wollen, dass tatsächlich der ÖPNV in Dresden langsamer wird, dass insbesondere auch Fahrzeugmehrbedarfe auch entstehen, weil das natürlich wieder wirtschaftlich gesehen auch für die DVB sehr schwierig wäre. Das ist eine Sache, die sollte man bei dem Thema immer mitdenken, und mit dieser Ergänzung könnten wir dann auch sehr, sehr gut mit dem Antrag auch leben. Vielleicht kann man auch das dann so abgestuft abstimmen, dass man vielleicht zuerst unseren als den weitergehenden und dann den grünen nimmt. Ich will zum Antrag als solchem auch noch ein paar Worte an der Stelle auch sagen. Im Grundsatz geht es ja hier darum, diese Städtetagsinitiative, die es Mitte 2021 gab, auch hier auf Dresden auch anzuwenden. Im Kern geht es darum, mehr rechtliche Möglichkeiten zu schaffen, wenn es um die Anordnung von Tempo 30 geht. Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung hat das damals auch recht stark auch vorangetrieben, auch medial auch kommentiert. Und ich sage mal so, es gibt auch in Dresden immer noch praktische Fälle, wo wir mit einer größeren Flexibilität wirklich auch Fortschritte erzielen könnten. Wir haben zum Beispiel aktuell so eine Geschichte, die Kolleginnen und Kollegen vielleicht, die in der Verkehrskommission auch sitzen, kennen vielleicht das Beispiel. Wir haben am Messegelände die Straße zur Messe, da wäre es, glaube ich, ganz sinnvoll, die vielleicht auch mal für den Radverkehr in beide Richtungen zu öffnen. Dummerweise können wir das nicht, weil auf dieser Straße kein Tempo 30 gilt und eigene Radverkehrsanlagen recht schwer anzuordnen sind, weil daneben eine Bahntrasse ist mit der Linie 10. Und wenn wir dort zum Beispiel Tempo 30 einfach anordnen könnten, könnten wir deutlich einfachere Lösungen zum Beispiel auch für den Radverkehr auch schaffen. Ich will an der Stelle aber auch eine Sache klar sagen. Der Antrag klingt sehr, sehr vielversprechend und sehr weitgehend, aber im Ergebnis ist es schon so, dass auf dem Großteil des Dresdner Straßennetzes auch heute schon Tempo 30 auch gilt und dass es hier um einige Fälle noch geht, wo wir als Stadt nicht die Handlungsspielräume haben, die wir uns wünschen. Also der Antrag ist sinnvoll, wir werden dem auch sehr gerne zustimmen, aber er wird sicherlich auch keine verkehrstechnische Revolution bringen, insbesondere wenn wir zum Beispiel auch weiterhin die Ziele bei dem Thema ÖPNV-Beschleunigung auch aufrechterhalten. Wenn wir die natürlich vom Tisch wischen, dann kann man an vielen Stellen sich Tempo 30 überlegen, aber das wäre zumindest nicht die Zielstellung, die wir als SPD-Fraktion verfolgen. Dementsprechend würde ich mich dann so geändert über Zustimmung zu dem Antrag freuen. So, damit steigen wir ein in die Diskussion und Fraktionsrunde. CDU könnte starten, wenn sie will. Herr Böhm, bitte. Ja, der schon wieder. Machen wir wieder Verkehr. Ja, ich sag mal, Kollege Engel hat die zwei wichtige Punkte gesagt, denen man zustimmen muss. Punkt 1 ist, wer Tempo 30 auch auf Hauptstrecken macht und Strecken, wo die Busse fahren, der bremst auch die Busse aus. Und bremst übrigens auch flotte Fahrradfahrer aus. Punkt 2 hat er auch gesagt, dass wir schon bei über 70 und ich glaube im Nebenstraßennetz sind es 80% Tempo 30 haben. Das heißt,
sicherlich ist ein Großteil der Kommunen, die da dieser Initiative beitreten, haben da wahrscheinlich noch sehr viel Nachholbedarf. Wir als Dresden sind da auf einem guten Weg und ich glaube, es gibt da wenig Diskussionen, wenn in Wohnquartieren Tempo 30 noch ein Stück weit verstärkt wird. Und ich weiß auch aus dem Gespräch mit dem lieben Kollegen Stefan Kühn, dass er gerade daran auch arbeitet, dass man dieses Tempo 30 auch in den Wohnquartieren zukünftig stärker umsetzt. Wir wissen ja, dass der Professor Köttnitz früher dort sehr schwierig war bei dem Thema und dass man eben auch dafür sorgen muss, dass Tempo 30 auch eingehalten wird. Aber ich sage es hier ganz klar, wir möchten nicht, dass die Verwaltung weiter mit irgendwelchen Konzepten und beauftragt wird und wir möchten auch nicht, dass Tempo 30 in der ganzen Stadt über die Hintertür eingeführt wird. Wir lehnen Tempo 30 in der ganzen Stadt ab. Wir sind der Meinung, die Hauptachsen sollen leistungsfähig sein und die Verwaltung hat jetzt schon die Möglichkeit, Tempo 30 anzuordnen an Schulen, an Altenheimen, an Gefahrenstellen, an was weiß ich immer, was es für fachliche Gründe gibt. Und ich glaube, das ist der richtige Weg. Und deswegen werden wir sowohl die Ergänzung als auch den Ursprungsantrag ablehnen. Danke. Wir setzen fort. SPD, das Wort nochmal gewünscht? Nein. FDP, Herr Zastro. Immer die gleichen Themen. Immer die gleichen Interpreten. Also mal schön, wenn man eine Stadtratssitzung hat, wo man sich auf keine einzige Rede vorbereiten muss. Also für mich war das heute super, Veit, bei dir ganz genauso. Ja, wie werden wir wohl uns zu diesem Antrag stellen? Wir lehnen ihn natürlich ab, ganz selbstverständlich. Ich will die Gelegenheit aber auch nutzen, um genau das, was CDU und SPD in der letzten Legislatur da beschlossen haben, zu geißeln, weil wir genau in Dresden sehen, was für ein Missbrauch mit dieser Regelung getrieben wird. Wir haben in Dresden an ganz, ganz vielen Stellen, ich glaube, mittlerweile sind es über 50, unter der Führung meines nicht so geliebten Kollegen da vorne und seines Vorgängers, mal sehen, wer in meiner Schlussbewertung besser wegkommt, ist noch nie entschieden, aber diesen Irrsinn mit den immer weiter ausgebauten Langsamfahrstellen in Dresden ja erlebt. Und ganz viele davon sind überhaupt nicht sinnvoll. Reine Schikane. Höchstens, dass das Ordnungsamt sich freut, um abzukassieren. Meine Lieblingsstelle ist die Waldschlösschenbrücke und die Fetscherstraße danach. Wer denkt sich sowas aus? Vierspurige Straße, du fährst über die Brücke, hast gleich wieder Tempo 30, das ist Schikane gegen den Autoverkehr. Auf einer vierspurigen Straße, wie auch im Übrigen die Waldschlösschenbrücke Schikane ist. Bald haben wir es ja weg, ganz, ganz sicher. Also das Tempolimit auf der Waldschlösschenbrücke. Und ansonsten, liebe Frau Krause, diejenigen, die sich über die Brücke am meisten freuen, sind Radfahrer. Das wissen wir ja, das hat ja jede Statistik gezeigt. Aber Sie fahren hier die Brücke drüber und haben sofort wieder Tempo 30. Und warum? Weil rechts, weit entfernt übrigens von der Straße, ein Altenheim ist. Mit ganz vielen Menschen, die die Straße kreuzen. Und links haben Sie das Herzzentrum mit einer eigenen Vorfahrt. Weil dort permanent Leute rauskommen, das hat mit Verkehrssicherheit überhaupt nichts zu tun. Und so ist es an ganz, ganz vielen Stellen in dieser Stadt. Und im Gegenteil, wenn sich die Mehrheiten in der Stadt mal wieder ändern, müsste man mal da mit dem Rechen durchgehen und diese ganzen falschen Stellen, wo jeder auch weiß, dass es mit Sicherheit nichts zu tun hat, rausnehmen. Es gibt sinnvolle Stellen, gar keine Frage, da wird es ja auch gemacht. No, die kennen wir alle, wenn das an der einen oder anderen Kita oder Schule ist, ganz klar. Aber an vielen Stellen ist es nie ganz neu, hat er jetzt ja hier mein geliebter oder ungeliebter oder einfach Kollege, jetzt ja Tempo 30 auf der Günststraße Richtung Stadion aufgebaut. Nur, dass es alle wissen, wenn Sie jetzt an dem Friedhof vor das Altenheim, unheimlich viel Verkehr haben wir davor, ganz viele Menschen, die davor sind, davor kommen, dass jetzt ein Blitzer, der blitzt jetzt schon bei 30, nie bei 50, wie es immer war, sondern da hängt jetzt neuerdings ein 30er-Schild. 20 Meter weiter noch ein 30er-Schild vor der Haltestelle. 100 Meter weiter, noch ein 30er-Schild, da steht dann drin 150 dahinter. Ich habe es dann auch erkannt, ganz klar, aber über die Hintertür kommt Tempo 30 immer wieder. Aber auch das ist ein Thema für den nächsten Wahlkampf, auf den ich mich also unheimlich freue. Dankeschön.
Freie Wähler, freie Bürger das Wort gewünscht? Nein. Dissidenten das Wort gewünscht? Herr Lichti. Also in einem Punkt muss ich dem hochgeschätzten Kollegen Zastro ja recht geben, dass das bei der nächsten Kommunalwahl zu entscheiden ist, ob wir hier in dieser Stadt weiter hier diese Autolobby, die ja hier leider die Mehrheit hat, weiter gewähren lassen oder ob wir endlich mal ernst machen mit Klimaschutz und Verkehrswende. Ich kann es mir nicht verkneifen. Es hat sich als ein seltsames Bündnis, eine Autolobby, eine sogenannte, gegründet. Und Herr Zastro hat die ja auch dann begrüßt. Und ich kann also aus seinen Reden hier nur noch entnehmen, dass er dort heftige Angst hat, dass ihm diese Autolobby, wenn sie dann zur Wahl antritt, seiner FDP das vermeintliche Alleinstellungsmerkmal, allein sich für die Dresdner Autofahrer einzusetzen, streitig machen könnte. Dankeschön. Als nächstes AfD-Fraktion verzichtet. Bündnis 90 Die Grünen, Frau Kaspari. Ja, Sie hatten es schon ein. Würde ich danach, also machen wir die Fraktionsrunde durch. Fraktion Die Linke, Frau Lovenko. Haben wir nicht verzichtet? So, dann jetzt Frau Kaspari. Dann sind wir durch die Fraktionsrunde durch. Dann können Sie nochmal. Ja, Herr Zastro, da muss ich Ihnen zustimmen. Auch ich finde, vier Spuren auf der Waldschlösschenbrücke sind die reine Schikane. Zwei Spuren hätten völlig ausgereicht, am besten gar keine Brücke. Wir haben in Dresden, das stimmt, sehr viele Straßen, sehr viele Zonen und überall ist schon Tempo 30. Das ist gut und richtig so, aber in Punkt 1 und 2 geht es darum nicht. Hier geht es in Punkt 1 und 2 geht es um einzelne Abschnitte. Es geht darum, ob an irgendeiner Stelle in einem bestimmten Bereich festgestellt wird, hier brauchen wir Tempo 30. Nicht flächendeckend, nicht übergreifend, sondern an den Stellen, wo ganz konkret die Stadtverwaltung feststellt, hier ist es gefährlich. Und das Ziel der Bundesregierung, wie gesagt, war weniger Radverkehrsunfälle. Wir sind hier traurige Hochburg in der Anzahl der Radverkehrsunfälle. Das heißt, das wäre etwas, was wir dringend bräuchten, gezielt handeln zu können. Und es geht genau darum, dass die Kommune selbst entscheiden kann, an welcher Stelle das ist und nicht erst die Unfälle passiert sein müssen. Das Straßen- und Tiefbauamt ist die Behörde, die das entscheiden wird. Das sind Fachleute und nicht irgendjemand. Und Sie werden ja wohl verantwortungsvoll wissen, an welcher Stelle es notwendig ist, Tempo 30 einzuführen. Zum Beispiel können solche Stellen dann auch leichter verbunden werden, wo abwechselnd immer 30 und 50 ist. So etwas wäre möglich, wenn die Entscheidungsfreiheit in den Kommunen größer wäre. Und darum geht es dieser Initiative. Es geht nur darum, und das sind die Punkte 1 und 2, dass die Kommunen selbst entscheiden können, an welchen Stellen 30 eingeführt wird, unter welchen nicht, einzelnen Stellen, nicht flächendeckend. Und in Punkt 1 und 2 geht es nur um den Beitritt zu dieser Initiative, dass wir gemeinsam mit den anderen Städten sagen, ja, liebe Bundesregierung, jetzt setzt mal um, wir wollen diese Regelungsfreiheit haben. Vielen Dank. So, ich hoffe, dass wir das gleich als Schlusswort gelten lassen können. Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht, sodass wir zur Abstimmung schreiten können. Es liegt mir, wie gesagt, ein Ersetzungsantrag der Grünen vor, wo die Bitte war, den zur Abstimmungsgrundlage zu machen. In der geänderten Fassung, dass da das Datum statt 22/23 drin steht. Das würde ich zunächst mal abstimmen, dass wir das als Abstimmungsgrundlage nehmen. Dann würde ich als nächstes zu diesem Ersetzungsantrag den Ergänzungsantrag der SPD abstimmen lassen. Sofern dafür dann wir durch sind, würden wir dann punktweise die Punkte 1 und 2 und 3 bis 7 abstimmen. Sollte alles keine Mehrheit haben, dann würde ich noch über den ablehnenden federführenden Ausschussbericht abstimmen. Das wäre jetzt so die Reihenfolge. So, dann wer zunächst dafür ist, dass wir zur Abstimmungsgrundlage nehmen
den Ersetzungsantrag der Grünen, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen.27 Ja, 34 Nein, 0 Enthaltung. Damit wäre das abgelehnt. Damit ist auch obsolet der Ergänzungsantrag, weil er dazu Bezug nimmt. Und damit stimmen wir direkt über den federführenden Ausschussbericht ab, der ablehnend ist. Also wer der Ablehnung zustimmen möchte, der müsste jetzt mit Ja stimmen. Ja-Stimmen, 27 Nein, keine Enthaltung. Damit ist der ablehnende federführende Ausschussbericht angenommen. Wir setzen